Hi, hier ist wieder der Matze von der PCGH. Wir haben heute wieder was aus dem Kuriositätenkabinett, könnte man sagen. Nein, es geht nicht um diesen formschönen Reisekoffer hier, sondern um das, was da drin steckt. Und dabei handelt es sich um einen Laptop mit eigener Wasserkühlung. Ja, wir hatten schon Gelegenheit, uns dieses Modell auf der IFA 2015 anzusehen. Jetzt haben wir es in der Redaktion. Wir werfen mal einen genaueren Blick darauf. Und dabei handelt es sich um den Asus GX700. Wir gucken uns den Laptop selber erstmal ohne die Wasserkühlung an. Die Specs sind schon ziemlich beeindruckend. Wir haben einen Core i7-6820HK, also mit offenem Multiplikator, drinstecken. In dieser Variante 64 GB RAM, geht auch mit 32 GB RAM. Auf jeden Fall ist das die Vollausstattung, DDR4 natürlich. Und der taktet bis zu 2800 MHz. Dazu eine NVIDIA GTX 980 Non-M, also nicht die Mobile-Variante. Und die wird auch einige Kühlung brauchen. Dazu dann später mehr. Außerdem zwei NVMe SSDs in RAID 0 Konfiguration und in dem Fall ein Full-HD-Display, nur aber dafür mit G-Sync. Kurz zu den Anschlüssen, hier fehlt eigentlich nichts. Wir sehen zuerst USB 3, HDMI, Mini-DisplayPort, Thunderbolt 3, USB 3.1 Typ C und den Netzwerkanschluss. Auf der anderen Seite sehen wir noch zweimal USB 3, Mikrofonanschluss, Kopfhöreranschluss und einen Cardreader. Richtig interessant wird es aber auf der Rückseite, denn solche Anschlüsse sieht man nicht alle Tage. Dabei handelt es sich um die Anschlüsse für das Thermal Dock, das wir uns gleich genauer ansehen. Damit wird also der Laptop mit dem eigentlichen Wasserkühlungsradiator verbunden. So sieht das Ganze von der anderen Seite aus. Das sind die Anschlüsse des Thermal Docks oder wie Asus das Ganze nennt, Hydro Overclocking System. Und dabei handelt es sich ganz einfach um ein Gehäuse mit Radiatoren und Lüftern und eigenem Kühlkreislauf. Hier ist das Mesh auf der Rückseite, also dieses Gitter, durch das dann die Warmluft abgeführt wird. Die Verbindung des Laptops mit der Dockingstation ist kinderleicht, dabei kann man eigentlich überhaupt nichts falsch machen. Ich zeige euch gleich mal, wie das genau funktioniert. Alles, was man tun muss, ist den GX700 auf die Dockingstation drauflegen. Durch vier Führungsstifter darunter wird der Laptop verankert, kann sich also nicht mehr bewegen und sitzt genau auf den Ventilen. Und dann muss ich nur noch diesen Metallhebel nach vorne ziehen. So, er rastet automatisch ein. Und Dockingstation und Laptop sind fest miteinander verbunden. Wir haben den GX700 in Betrieb. Das allererste, was wir machen, ist, wir gehen in das Asus-Tool für die Betriebseinstellungen und stellen sicher, dass auch alles auf Höchstleistung eingestellt ist. Und ich sehe schon, nicht nur sind die Multiplikatoren auf 4 GHz eingestellt, das ist in dem Fall das Maximum, mehr können wir nicht einstellen. Auch das OC-Profil vom Arbeitsspeicher ist bereits aktiviert, der läuft jetzt auf 2800 MHz. Wir wenden das Profil an, starten neu und dann schauen wir uns die Leistung gleich mal an. Nochmal kurz die Taktraten gecheckt, wir sehen 4 GHz auf allen Kernen, funktioniert also. War also nicht nötig, irgendwas im BIOS einzustellen oder dergleichen, viel einfacher geht es gar nicht. Im Vergleich dazu die maximalen CPU-Taktraten ohne Dockingstation. Raus aus den Systemeinstellungen, rein ins Spiel, in dem Fall in Rise of the Tomb Raider. Gleich sehen wir uns mal unsere PCGH-Benchmark-Szene an, spielen dann noch ein bisschen und gucken mal, wie die Maximaltemperaturen ausfallen. Vorher ein kurzer Blick wieder in die Grafikeinstellungen. Ich habe mal alles maximiert, bis auf die Kantenglättung. Da wählen wir wie üblich nur FXAA. Auch hier nochmal eine Einstellung, alle Einstellungen zu sehen. G-Sync und V-Sync habe ich natürlich deaktiviert, damit wir keine limitierten Frameraten haben. Also da wird die 89 schon ganz ordentlich gefordert. Dann mal rein in die Szene. Rein ins Getümmel. CPU und GPU werden bei dieser Benchmark-Szene ganz ordentlich gefordert. Wir sehen, die Frameraten gehen schon mal in den niedrigen 50er-Bereich, aber in Anbetracht der Einstellungen ist das völlig in Ordnung. Der Radiator in der Dockingstation hat auch allerhand damit zu tun, die Komponenten angemessen zu kühlen.
So, nach etwa einer halben Stunde Dauerbetrieb im Spiel checke ich noch mal kurz die Temperaturen mit HW Monitor und ich sehe hier oben die CPU-Temperaturwerte liegen in einem für Gaming-Laptops durchaus typischen Bereich, also schon im 90er-Bereich, wo dann gedrosselt wird. Aber, und das ist das Besondere, die GTX 89 wurde in unserer kurzen Testsequenz jetzt nicht wärmer als 60 Grad. Soweit unser Ersteindruck vom Asus GX 700. Ziemlich spektakuläres Gerät, allerdings auch spektakulär teuer. 4.500 € sind fällig für den Laptop mit Docking Station. Ob sich das in irgendeiner Weise lohnt und was für eine Figur der GX 700 in der Spielepraxis wirklich macht, alle weiteren Details dazu im Test.